Hallo meine lieben Friedensforscherinnen und Friedensforscher. Anlässlich der aktuellen Berichterstattungen und anlässlich des aktuellen Giftgasangriffes in Syrien vom April dieses Jahres möchte ich eine sozialpsychologische und kommunikationswissenschaftliche Reflexion präsentieren. Ich persönlich habe mich oftmals gefragt, wer hinter dem Angriff steckt. Ich habe mich auch gefragt, wie die Medien dieses Thema behandeln. Wen kann man glauben? Auf der einen Seite die westlichen Medien, hauptsächlich die Bild und CNN, liefern eine Darstellung. Russia Today liefert eine ganz andere Darstellung. Es gibt quasi einen Infokrieg, einen Infowar, und in solcher Situation, wo man nicht weiß, wem man glauben soll, finde ich es sehr wichtig, sich mit den Medien ein bisschen zu beschäftigen. Insofern wird es heute um die mediale Darstellung gehen und über die Berichterstattungen in Bezug auf Terror. Wie in den Kommunikationswissenschaften schon bekannt ist, konstruieren Medien eine Wirklichkeit. Dinge, die uns im alltäglichen Leben nicht begegnen, wie Giftgasangriffe, die uns weit entfernt scheinen, die auch nicht in unserem Empathiekreis sich befinden, wo wir keinen realen persönlichen Bezug aufbauen können, werden durch die Medien erst hergestellt, konstruiert und somit zum Teil unserer Wirklichkeit manifestiert. Das bedeutet, die Medien sind auch ein Schlüsselaspekt in unserer Weltanschauung, Wahrnehmung, in unserer Wirklichkeit, wenn man so will. Und in Bezug zum Terrorismus kann man sagen, dass die mediale Inszenierung auch ein Schlüsselaspekt ist, weil es schafft den Rahmen zur Konstruktion oder beziehungsweise zur Rekonstruktion von Terrorismus an sich. Denn der Terrorismus baut ja darauf auf, die größtmögliche öffentliche Störung darzustellen. Es basiert darauf, Schwachstellen, zivile Opfer zu bringen, eine große Öffentlichkeit zu erreichen durch diesen Zielanschlag, um die politische Forderung erfüllt zu bekommen. Das bedeutet, auf der einen Seite sehen wir, dass der Terrorismus ohne die Medien fast schon ineffektiv erscheint. Dieses Zusammenspiel ist auch insofern wichtig, weil in den Giftgasangriff geht es ja auch um eine Art Terrorismus. Wie der bulgarische Professor Wenceslav Bondikov in seinem Buch schon beschrieben hat, ist die Manipulation ein Teil der Sprache. Und seitdem es die Sprache gibt, kann man auch sagen, gibt es die Manipulation. Insofern kann man auch weiter beobachten, dass Manipulation nicht zwingend negativ sein muss. Das bedeutet, es gibt ja auch positive Manipulationen. Wir werden uns aber mit dem negativen Aspekt beschäftigen, nämlich der Legitimation von Krieg, mit dem Aufbau von Weltbildern und Ideologien und mit der Mobilisierung bzw. mit der Demobilisierung. Eine wissenschaftliche Frage wäre, wie lassen sich die Konstrukte wie Visualisierung, Framing und Emotionalisierung theoretisch verbinden? Und das ist auch ein Appell an alle Zuhörer, an alle Studenten, die im wissenschaftlichen Bereich auch zu tun haben. Diese wissenschaftliche Frage ist sehr wichtig in Bezug zu den Medien. Wie kann man die Medienberichterstattung analysieren? Welche Emotionen bewirken, welche kognitiven und psychologischen Erscheinungen können wir analysieren durch die Berichterstattung, durch die Visualisierung, durch die Bilder und so weiter. Welches Framing wird dargestellt? Und das ist ein Appell an die Wissenschaftler. Und ein anderer Appell wäre, dass die Leute, wenn sie müde sind, eher keine Medien konsumieren. Denn wenn man müde ist, ist man der Manipulation leicht ausgesetzt. Man kann über die Berichte, Bilder und Vorträge nicht reflektieren. Und ein allerletzter Appell wäre, die Medien wirklich bewusst zu konsumieren. Das bedeutet auch kritisch, mit einer kritischen Haltung hingehen und sagen, okay, wer repräsentiert mir was und zu welchem Zweck und wer profitiert davon. Und nun gehe ich
zur medialen Darstellung. Wir beginnen mit dem Ausgangspunkt Terror oder Anschlag oder Kriegsakt und von denen aus kann man eine Visualisierung beobachten. Auf der einen Seite sind Visualisierungen aktivieren leichter kognitive Muster, sie erhöhen die Aufmerksamkeit und sie steigern das Erinnerungsvermögen. So zum Beispiel kann sich jeder erinnern, wo er am 9. am 11. September 2001 war und was er gemacht hat, und er kann sich an den Bilder, die von den Türmen, von den zusammenfallenden Türmen, kann er sich genau erinnern. Auf der anderen Seite aber, wir können uns nicht erinnern, was wir vor einem Monat getan haben. Das ist einmal der Effekt der Visualisierung. Auf der anderen Seite sehen wir die Kontextualisierung, nämlich das Framing, in welchem Rahmen quasi wird uns die Information so dargestellt, dass wir sie so kognitiv verbinden. Wir sehen eine Personifizierung, das bedeutet, meistens wird eine Person die Schuld vorgeworfen an den Terroranschlag. Entweder ist es Osama bin Laden oder Saddam Hussein oder Gaddafi oder Assad. Auf der anderen Seite sehen wir eine Glorifizierung, wenn Kriegsangriffe, wenn Präventationsmaßnahmen und Interventionen quasi glorifiziert werden, als Heldentaten dargestellt werden. Auf der anderen Seite sehen wir eine Simplifizierung, nämlich die Darstellung wird in wenigen unwissenschaftlichen Sätzen dargestellt. Und die Selektionierung ist auch ein Schlüsselbegriff in den Kommunikationsforschungen, da man immer davon ausgeht, dass es Prioritäten gibt in der Berichterstattung. Man kann nicht über ein umgefallenes Fahrrad in China einen Bericht schreiben, sondern man muss quasi Prioritäten setzen. Und genau hier in dieser Selektionierung kann man aber auch Weltbilder einbauen, man kann gewisse Dinge ausschalten, ausblenden bzw. weniger oft einblenden. Und die hier ist die Kernfrage, nämlich warum denken wir so, wie wir denken? Das bedeutet, da geht es um den Aufbau von Framings. Und des Weiteren können wir beobachten, dass es ein Ultimatum gibt, nämlich zuerst kommt die Angst ins Spiel, dann wird uns quasi ein Ultimatum aufgestellt, dass man sofort handeln muss, um eben Sicherheitsmaßnahmen zu kehren, und zum Schluss dient natürlich das Feindbildkonstrukt, um einen Krieg zu legitimieren. Und genau in dieser Spirale befinden wir uns im Moment. Die kognitiven Auswirkungen, davon habe ich einige schon genannt. Die emotionspsychologischen Beobachtungen sind nämlich Angst, Unvorhersehbarkeit und Ohnmacht. Die spielen im Zusammenhang mit Terror, mit Anschlägen eine ganz wichtige Rolle, denn wir haben das Gefühl, wir können diese Anschläge nicht verhindern. Wir fühlen uns ohnmächtig. Natürlich haben wir auch Angst. Wir haben Angst um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder. Diese Unsicherheit ist gekoppelt mit dem Wunsch nach Prävention, mit dem Wunsch nach mehr Sicherheit, und nicht zufällig sind nach den Anschlägen 2001 der Patriot Act rausgekommen. Es sind Gesetzesentwürfe rausgekommen, die Menschen- und Bürgerrechtswidrig waren und die nichtsdestotrotz im Namen der Sicherheit standen und die Rechte des Präsidenten, damals George W. Bush, ausgeweitet haben. Und in dieser Spirale befinden wir uns heute auch noch. Und natürlich sehen wir auch diesen Vergeltungswunsch, der auch aufkommt bei den meisten, nämlich der Wunsch nach Rache oder der Wunsch nach mehr Gerechtigkeit oder der Wunsch eben der Exekution von Gesetzen. Und in diesem Bereich befinden wir uns auch im Moment. Zum Thema Visualisierung. Hier muss man analysieren, werden öfter Bilder gezeigt oder gibt es mehr Text? Und die klare Darstellung ist, dass in den meisten Medien, vor allem in den Boulevard-journalistischen Medien, eben viel mehr mit Bildern gearbeitet wird. Diese erreichen mehr Menschen. Diese saugen die Information unreflektiert auf. Diese Darstellungen sind meist unreflektiert, simplifiziert und bewirken, dass man die Betrachtungen eben emotional ansieht. Das bedeutet, es werden oft Kinder und Frauen dargestellt, Zivilisten, Unschuldige, die aufgrund von einer Terrorattacke oder Angriff ums Leben gekommen sind. Meistens spielen Bilder hier von Kindern eine ganz große Rolle der Emotionalisierung und der Dramatisierung.
Und hier sehen wir Nikki Haley im UN-Sicherheitsrat, zeigt die Bilder von toten Kindern, die wir rechts eingeblendet sehen. Und natürlich sind diese grässlichen Bilder nicht menschlich und natürlich sind solche Angriffe zu verurteilen. Die Sache ist die, wenn man das einseitig zeigt und instrumentalisiert, um einen Krieg zu legitimieren, dann sind diese Sachen Manipulation und dann muss man das Framing betrachten. Wenn solche Bilder gezeigt werden als ein Schlüsselargument, als ein Beweis, dann ist es wieder was anderes. Und deswegen müssen wir genau achten, in welchen Frame werden wir hineingesteckt? Verbinden wir Assad mit den toten Kindern und damit anschließend wollen wir Maßnahmen ergreifen, um Assad zu stürzen? Wenn das das Ziel ist, muss man sich fragen, wer zeigt denn diese Bilder und wer hat Interessen dahinter? Und auf der anderen Seite müssen wir sehen, in welchem Kontext, eben in welchem Frame das ist. Und hier sehen wir einen Beitrag von der Bild am Mittwoch, den 5. April 2017, in dem ganz klar suggeriert wird, Assad mordet weiter. Das bedeutet, es wird suggeriert, dass hinter den vergasten Kindern, dass hinter dem Giftgasanschlag Assad dahinter steckt. Und das Wichtige ist hier, ist der Satz, und die Welt tut nichts. Das bedeutet, hier wird sofort Vergeltung, Rache, Gerechtigkeit, Sicherheit, Prävention, Ultimatum. Und sogar mit dem Begriff Assad mordet weiter die Personifizierung und Simplifizierung mit eingebaut. Das bedeutet, man hat in wenigen Sätzen und mit plakativen Überschriften und mit dem blutigen, ermordeten, vergasten Kind hat man zum Beispiel schon das ganze Set des Framings aufgestellt. Das bedeutet, hier hat man auf jeden Fall eine Emotionalisierung, Dramatisierung, wir haben ein Ultimatum, nämlich die Welt tut nichts, Assad mordet weiter, wir müssen ihn stoppen. Und ein Sinn für Empathie, für Mitleid, für Angst auch und dem Wunsch, etwas zu unternehmen. Und das ist genau von dem Framing, rede ich. Das ist hier in einem Abschnitt, in einem Zeitungsabschnitt perfekt dargestellt. Bezüglich Vergeltung und Prävention. Der US-Verteidigungsminister Jamie Mattis hat sich ganz klar für einen Militärschlag geäußert, um das Regime zu stürzen. Theresa May, die britische Prime Ministerin, hat sich dem angeschlossen und will einen Sturz von Assad. Und John McCain, der Senator, der US-Senator, hat sich in einem Interview in der CNN natürlich auch dafür eingesetzt, dass Assad gestürzt werden muss, um zu verhindern, dass weitere Babys und Frauen getötet werden. Und das Bild von Nikki Haley im UN-Sicherheitsrat ist uns auch schon bekannt. Deswegen, die Botschaft ist klar, es wird ein Regime-Change, das übrigens völkerrechtswidrig ist, weil es gegen die UN-Charta ist. Kein Land darf in ein anderes Land intervenieren, sprich in der Innenpolitik. Regime-Changes sind verboten. Und selbst die Androhung ist schon völkerrechtswidrig. Das bedeutet, insofern ist das Frame gesetzt, Attacke und Babys und Mord und Assad muss weg. Und der Frame ist nicht dargestellt, Völkerrecht oder unabhängige Investitionen, also sprich unabhängige Kommission, die empirische Beweise sammelt. Also haben wir es zu tun mit einer Selektionierung, mit einem Selektionieren der Berichte. Es werden Bilder verwendet statt Text. Es werden nicht nur bildliche Darstellungen, sondern einfach auch das absichtliche Weglassen von Hintergrundanalysen sehen wir, halten wir fest. Dramatisierung, Emotionalisierung halten wir fest. Und die Feindbildkonstruktion, der stetige Aufbau einer Dämonisierung, einer Entmenschlichung, und die Aufrechterhaltung einer platonischen, fast schon christlichen Dichotomie von Gut und Böse. George Bush hat nach den Anschlägen 2001 die Koalition der Willigen quasi ins Leben gerufen und er hat die Achse des Bösen ganz klar definiert. Und damit hat er schon gezeigt, wir sind die Guten, die Anglosachsen, der Westen sind die Guten und wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Und nachdem haben wir gesehen, dass es zu einer Islamophobie gekommen ist. Wir haben gesehen, dass die
Medien sich in einem Framing dargestellt haben, der wissenschaftlich bewiesen ist, von Kommunikationswissenschaftlern wie Kai Hafes, Sabine Schiffer und so weiter. Und hier wurde das Frame eingestellt, nämlich Islam, Terrorist. Und genau dies passiert auch mit den Präsidenten und Diktatoren und Führer des Nahen Ostens. Das ist auch passiert im Jugoslawienkrieg, nämlich der Hitler-Vergleich. Schon damals Milosevic wurde als Hitler bezeichnet, das Massaker von Srebrenica wurde mit dem Holocaust gleichgesetzt. Anstatt dass man sagt, das sind Holocaust-Relativierer, hat man gleich das als bare Münze weggenommen und sofort Saddam, Osama, Bin Laden, Gaddafi und Assad heute einfach als Hitler bezeichnet. Und die mediale Darstellung ist ganz klar. Das bedeutet, hier reden wir von einer Feindbildkonstruktion. Und auf die Frage hinauf, gab es schon mal diese Spirale, haben wir das schon mal erlebt, dass durch den Aufbau einer Feindbildkonstruktion, die wiederum aufgebaut wurde aufgrund von emotionalisierten, dramatisierten Bildern, gab es das schon mal, um einen Krieg zu legitimieren? Die Antwort ist ganz klar. Hier sehen wir links im Bild die 15-jährige Tochter des kuwaitischen Botschafters, die sich ausgegeben hat als irakische Krankenschwester, die aufgetreten ist in den UN-Sicherheitsrat und auch im US-Kongress und die geweint hat und gesagt hat, irakische Soldaten unter dem Befehl von Saddam Hussein haben Kinder aus den Brutkästen gezogen und auf den Boden geschmissen. Und schlussendlich war das die Legitimation des Irakkrieges. Im ersten Golfkrieg und pardon, im zweiten Golfkrieg. Und rechts im Bild sehen wir den bolivischen Botschafter in den neulich erschienenen Sicherheitsrat-Besprechungsvideo, wo er Colin Powell darstellt im Bild, nämlich das war eine weitere Inszenierung und Lüge, um einen Krieg zu legitimieren, nämlich Colin Powell sagte, dass 2003 Saddam ein Reservoir an Massenvernichtungswaffen hat und die Sicherheit, die nationale Sicherheit der USA gefährden könnten. Und er hat ein Fläschchen gezeigt im Senat, nämlich das sind die empirischen Beweise der Massenvernichtungswaffen. Auch dies stellte sich als eine absolute Lüge und Legitimierung eines Krieges dar. Wir halten also fest, Hintergrundanalysen fehlen, sind mangelhaft vorhanden und die Beweise sind folgende, nämlich empirisch inhaltslose Begriffe wie wahrscheinlich nach unseren bekannten Informationen, laut Augenzeugenberichte, Indizien deuten darauf hin und wir glauben. Und genau so wurde der Giftgasangriff gegen Assad dargestellt. Das bedeutet, Beweise wurden nicht dargestellt. Und eigentlich ganz im Gegenteil, der renommierte MIT-Professor Theodore A. Apostle hat gemeint, dass er persönlich sich das Dokument des Weißen Hauses sehr gründlich angeschaut hat und er ist ja in der Technischen Universität ein renommierter Professor und er hat sich das angeschaut und ist zu der Konklusion gekommen, dass dieser Bericht nicht stimmen kann. Es fehlen die Beweise und er zweifelt an dem White House Statement. Dies wird aber nur von dem Counterpart dargestellt, nämlich auch vom Propagandainstrument Russia Today. Und das finde ich sehr schade, dass hier keine Objektivität darstellt, dass zwei Meinungen nicht gegenübertreten, nämlich die einen wollen A darstellen, die anderen B kritisieren A Darstellung und dass da hier eine Debatte entsteht, eine öffentliche. Und leider Gottes werden nur die Kinder und die Babys und die ermordeten Frauen dargestellt und nicht Hintergrundberichte. Der Kongressabgeordnete Thomas Massie wurde fast schon attackiert vom CNN-Host Kate Baldwin, nämlich sie war offensichtlich geschockt über die kritischen Äußerungen von Thomas bezüglich der verfrühten Anschuldigungen, dass Assad dahinter steckt und sie hat ihm am Ende sogar Suggestivfragen gestellt und sie war sichtlich verärgert über seine Position. Und das als Reporter, als Journalist ist nicht im wissenschaftlichen und auch nicht im journalistischen Kodex.
Der Politiker, Friedensaktivist und Präsidentschaftskandidat, der Arzt Dr. Ron Paul, meinte, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, dass Assad hinter den Waffen steckt. Die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard kritisiert nicht nur den US-Angriff, weil er völkerrechtswidrig und auch gegen die US-Verfassung ist, sondern auch, weil empirische Beweise fehlen würden. Und diese Berichte von all diesen genannten Personen werden nicht abgewogen dargestellt. Das bedeutet, es überwiegt eine Meinung, es überwiegt ein Konsens. Und ganz im Gegenteil, der selektive Fokus ist auf irgendeiner Banalisierung des Bösen fixiert. Dieser Begriff von Hannah Arendt habe ich absichtlich verwendet, weil es wird Trump dargestellt als ein verwirrter Mensch, der keine vollständigen Sätze zusammenbringt, der nicht weiß, wen er angreift. Syria, oh no, I meant Iraq, oh, I meant Afghanistan. So diese Hoppalas und diese Twitter-Nachrichten und das Ganze bringt ein Licht ans Tageslicht, nämlich dass er, dass seine Handlungen und er nicht stringent agieren, dass er gestern pro Russland ist, heute greift er Assad an und ist damit gegen Russland und so weiter. Und ich finde, das blendet vollkommen aus, dass hinter der US-Politik Doktrinen stehen, Thinktanks, dass jahrelang geforscht wird, dass wirklich der militärisch-industrielle Komplex auch Interessen hat, die Wirtschaftsakteure und so weiter. Das bedeutet, es wird die Struktur, die Machtstruktur, die politwirtschaftliche Struktur wird absolut ausgeblendet, die hinter Trump steht, und er wird in den Vordergrund gestellt mit seinen Entscheidungen, Hoppalas und eben, das ging ja auch das wurde ja so medial dargestellt, dass er seine Entscheidung spontan getroffen hat, seine Tochter habe ihn bei der Entscheidung ermutigt und bei einem Kuchenessen mit dem chinesischen Präsidenten hat einfach die Entscheidung getroffen, ja, jetzt in diesem Augenblick werfen wir 59 Raketen auf Syrien. Und genau diese Darstellung, finde ich, banalisiert das Böse, weil einen mental kranken Menschen ins Zentrum zu stellen, der nicht weiß, was er tut, und das leugnet schon die Machtstrukturen gewaltig. Und zum Abschluss möchte ich sagen, wo ich denke, dass der Fokus liegen sollte. Und zwar sollten wir uns fokussieren auf die UN-Charta. Ich finde, die United Nations ist eine Friedensorganisation, die zwar nicht immer die Macht hatte zu intervenieren, die nicht immer die Macht hatte, etwas zu tun, aber doch gewisse Regeln aufgestellt hat, die ehrenswert wert sind. Insofern sollten wir uns immer fragen, wenn wir Medien konsumieren, welche Nachricht wird von wem dargestellt, wer wird beschuldigt und welche empirischen Fakten sind dahinter, welche empirischen Fakten stehen dahinter. Und auf der anderen Seite, was suggeriert uns dieser Artikel? Sollen wir angreifen? Sollen wir einen Regime Change voranbringen wollen? Und wie ist das vereinbar mit der UN-Charta? Wie ist das vereinbar mit dem international geltenden Völkerrecht? Der Syrien-Angriff jetzt im April 2017 ist völkerrechtswidrig gegen die amerikanische Verfassung und ist auch gegen das Prinzip des rechtswissenschaftlichen Prinzips der Proportionalität. Wir erinnern uns, 2001 starben 3000 Menschen an den Anschlägen vom World Trade Center. Im Gegenzug dieser Rachefeldzug, der War on Terror, dieser Krieg an den deklarierten Krieg des Terrors, so zum Beispiel, hat weit über 1 Million Muslime das Leben gekostet und weit über 20.000 US-Soldaten das Leben gekostet. Das bedeutet, hier spielt die Proportionalität eine ganz wichtige Rolle. Denn nach dem Anschlag hat die USA viel mehr Menschen umgebracht und viel mehr eigene Soldaten, eigene Bürger und Bürgerinnen sind ums Leben gekommen, als dass man eben Menschen gerettet hat oder beziehungsweise andere Angriffe verhindert hat. Des Weiteren sollte der Fokus der Medien in geostrategische Hintergründe liegen, Pipeline-Routen, die Waffenexporte, die wirtschaftlichen Zusammenhänge, die geostrategischen Interessen der einzelnen Parteien, Kriegsparteien.
Und auch die Eskalationsgefahr, das bedeutet, jeder Angriff Trumps erhöht, wie wir auch sehen, anhand der Mobilisierung Nordkoreas, anhand der Mobilisierung Chinas, Russlands, Irans, merken wir auch, dass das Implikationen hat. Jede Androhung und jede Intervention hat ja auch Auswirkungen. Und genau auf das sollten wir auch fokussieren, nicht zu allzu schnell vorurteilsmäßig plakativ die Geschehnisse darstellen und sofort auch Maßnahmen ergreifen wollen, sondern wir müssen ein bisschen abwarten, auch wenn manchmal die Anschläge traurig sind und allzu oft Emotionen geweckt werden. Wir müssten immer schauen, dass es empirische Beweise gibt, wer dahinter steckt. Und vor allem müssten wir mit diesen Beweisen eine gemeinsame internationale Entscheidung treffen, eine multilaterale Entscheidung treffen in der UN. Und nicht zusehen, wie die USA unilateral den Weltpolizisten spielt. Und deswegen nochmal mein Appell, Wissenschaftler sollten sich konzentrieren, die Konstruktion, dieses Framing zu analysieren in Bezug auf Emotionspsychologie, welche Berichte werden wie dargestellt und welche Feindbilder wird uns damit suggeriert und so weiter. Und nun zuletzt möchte ich einen Appell aussprechen, und zwar an die Wissenschaftler, die Konstrukte Framing und Emotionspsychologie zu verbinden im Bereich Terrorismusberichterstattung und im Bereich Kriegslegitimierung. Das ist ein sehr wichtiger Bereich, der für die Friedensforschung von enormer Bedeutung ist. Auf der anderen Seite möchte ich an jeden Medienkonsumenten und jeder Medienkonsumentin möchte ich wirklich von ganzem Herzen appellieren, die Medien kritisch zu betrachten, zu reflektieren, sich nicht auf emotionsgeladene Berichte einzulassen, diese ganze Schwarzmalerei und Dramatisierung und Emotionalisierung außer Acht zu lassen und sich wirklich auf fundierte empirische Beweise zu berufen. Und insofern bewusster konsumieren, insofern ist mein Rat, nicht müde Zeitungen lesen, sich nicht das Abendprogramm anschauen, wenn man einen schlechten Tag hat, wenn man müde ist und wenn man unkritisch und unreflektiert die Sachen anschaut. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr konntet meinen philosophischen Reflexionen ein wenig was abgewinnen, und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag.